Das künstlerische Abschlussprojekt von Waltraud Wolfmeier handelt von der gesellschaftlichen Beschleunigung, die bei immer mehr Menschen zu einem Gefühl ständiger Zeitknappheit führt. Die Protagonistin macht sich auf die Suche nach dem Grund für diese Beschleunigung. Sie landet dabei mitten im Zeitmanagement-Seminar bei Zeitguru Lothar Seiwert. Sind die unwichtigen Im Anschluss begibt sie sich nach London, um dort in der größten und, wie sich herausstellt, schnellsten Nachrichtenagentur der Welt mehr über die zunehmende Geschwindigkeit des globalen Informationsaustausches zu erfahren. Zuletzt besucht sie den Minister für Bruttonationalglück in Bhutan, der ihr über die Lebensphilosophie in seinem Land erzählt. In Musikalisch spannt sich der Bogen von Johannes Brahms über Norah Jones und Tina Dickow bis hin zu Led Zeppelin.